Mahlzeit. Heute geht es um die Wanduhr, die man über Alexa bedienen kann. Ein paar Einzelheiten vorweg. In diesem Video zeige ich erstmal nur, wie die funktioniert, was sie alles kann und wie man sie zusammenbaut. In dem zweiten Teil werde ich zeigen, wie man sie einbindet in I/O Broker und wie man ja, über Blockly die ganzen Sachen einbinden muss. Was benötigt wird, damit das so funktioniert, so wie ich das gleich zeige, benötigt wird I/O Broker. Ohne I/O Broker funktioniert diese Uhr nicht. Wenn man den Anruf angezeigt haben möchte, benötigt man die Fritzbox. Ich hoffe, dass es bald möglich sein wird, weil in I/O Broker gibt es einen Adapter, der heißt Alexa 2 Adapter, dass dort angezeigt wird, wenn jemand anruft. Darauf beziehe ich, wenn jemand den Echo Connect hat. Der Echo Connect, der ist zwar eingebunden in diesen Adapter, aber leider wird dort nicht angezeigt, dass jemand anruft. Ich hoffe, das wird noch irgendwie nachträglich gemacht. Ansonsten benötigt man halt die Fritzbox. Jeder, der eine Fritzbox hat, dort wird dann die Uhr anzeigen, dass jemand anruft. Also über die Fritzbox funktioniert das. Und wie gesagt, wie man das einrichtet, das zeige ich halt dann in dem zweiten Teil. Hier in dem Teil geht es erstmal nur darum, ja, wie man die zusammenbaut. Vorweg, die Materialien, wer das jetzt haben möchte, der kann sich die schon besorgen. Ich selber werde 5 Uhren fertigstellen. Wer möchte, kann dann jeweils eine Uhr von mir abkaufen. Preis habe ich noch keine Ahnung. Ihr könnt ja in diesem Video mal schreiben, was ihr für diese Uhr ausgeben würdet. Das würde mich interessieren. Mal gucken, ob das so hinhaut von den Vorstellungen her. Wie gesagt, ihr seht ja, was das für Materialien sind und könnt auch selbst ausrechnen, was nur die alleine die Materialien kosten. Vorweg, wie gesagt, I/O Broker wird benötigt. Dann wird benötigt also ihr müsst euch auskennen, beziehungsweise ich werde es ja zeigen, wie es funktioniert. Arduino, weil ihr ja ein ESP01 programmieren müsst, beziehungsweise flashen müsst, den ihr dann, ja, integriert in die Uhr. Aber wie gesagt, das wird im zweiten Teil genau gezeigt, wie das gemacht wird. Auch werde ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich für Arduino so ein komplettes Paket ja, zum Download anbieten kann, dass man das einfach nur runterladen kann und dann automatisch flashen kann dadurch. In der Videobeschreibung, wie gesagt, werde ich alle Sachen reinschreiben, die benötigt werden für diese Uhr. Also so, dass sie komplett funktioniert. Zum Weiteren, ihr werdet sehen, dass ich mit so einem weißen Band arbeite, wenn ich die Uhr zusammenbaue. Ihr seht ja so ein Beispielvideo, wo man sieht, wie die Beleuchtung ist, wenn ich dieses weiße Band benutze oder halt, wenn ich ein dunkles Band benutze. Bei dem dunklen Band sieht man dann auch wirklich nur die einzelnen Pixel von den Stunden und Minuten. Bei dem hellen Band, das schimmert doch mehr durch. Also da sieht man nicht nur den einzelnen Pixel, sondern halt so links und rechts daneben, ja, leicht durchschimmernd andere Pixel. Aber ihr seht das dann, ja, wenn ich das Beispiel zeige, sage ich mal. Ja, das sind die Grundvoraussetzungen für diese Uhr. Und geht's erstmal los, was sie alles kann. Und zwar von den Befehlen her. Chantal, stell die Uhr auf 90%. Okay. Wie man sieht, kann man hier Farben einstellen, wenn man lustig ist, wenn man möchte. Chantal, stell die Uhr auf grün. Okay. Chantal, stell die Uhr auf rot. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 80%. Okay. Ne, das ist wieder die normale Uhr. Also wenn man sagt 80%, stellt sie sich wieder zurück zur Uhr. Und dann Timer kann sie. Chantal, stell den Timer auf 10 Sekunden. 10 Sekunden ab jetzt.
Chantal. Timer stopp. Ja, wie man gesehen hat, sieht man von der Uhr her, wenn man einen Timer setzt. Zurzeit geht es nur mit einem Timer. Also, wenn man einen Timer setzt, hier wird angezeigt. Wenn man direkt danach noch andere Timer setzt, das wird noch nicht angezeigt. Das wird aber später nochmal dazukommen, was dann über IO-Blocker noch weiter realisiert wird. Aber ja. Wie gesagt, ihr müsst einfach mal öfter oder werde ich einfach dann ein Video machen, wenn es irgendwelche Updates für diese Uhr gibt. Das kann man einstellen. Dann kann man auch noch bestimmte Schemen kann man noch abspielen. Chantal, stell die Uhr auf 81%. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 82%. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 83%. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 90%. Okay. Chantal, stell die Uhr blau. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 2%. Okay. Chantal, stell die Uhr aus. Okay. Chantal, stell die Uhr an. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 99%. Okay. Chantal, stell die Uhr auf 80%. Okay. Ja, wie man sieht, wenn man 80% sagt, dann wird die Uhr wieder angezeigt. Des Weiteren wird auch im Blockly das so sein, habe ich schon vorbereitet, wenn man eigene States ja, übermittelt an die Uhr, dann fängt die auch an zu blinken. Da könnt ihr dann selber einstellen, welchen Schemen ihr haben wollt oder ob das eine Farbe sein soll oder wie auch immer. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn ein IO-Broker angezeigt wird, dass zum Beispiel jemand klingelt, wenn ihr da einen Wert dafür habt, was dann wahr oder unwahr oder wie auch immer übermittelt, könnt ihr das ganz leicht über IO-Broker dann ja, übermitteln zu der Uhr, dass dann auch da was leuchtet oder blinkt oder wie auch immer, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ja, kommen wir zum Zusammenbau. Wie gesagt, ihr benötigt diese Bondis-Uhr. Ja, einmal auspacken ist klar. Ihr braucht eine kleine Bohrmaschine oder irgendwie sowas in der Art. Ihr solltet vom Bohrerdurchmesser ungefähr so dieselbe Größe haben wie von den Minutenzeigern. Von den Minutenpunkten her. Ich glaube, das müsste so ein 3 mm, 4 mm Bohrer müsste eigentlich genügen. Probiert das aber am besten selber aus, nicht, dass ich irgendwie was Falsches sage. Weil den Bohrer, den ich da habe, den kann ich leider nicht richtig messen. Ich habe nicht so ein Durchmesser-Messgerät, sag ich mal. Wie gesagt, müsst ihr euch angucken. Und dann bohrt ihr halt in jede Minute und jede Stunde bohrt ihr ja so ein Loch rein. Die benötigt man damit halt der LED-Streifen, der noch dahinter angebaut wird, ja, durchleuchten kann, dass man dann auch die einzelnen Farben der LEDs sehen kann. Und dann geht's erstmal ans Saubermachen. Ich habe gemerkt, wenn man auf der Rückseite mit dem Staubsauger über die Löcher geht, dann werden die auch richtig glatt und ja, da werden die Ränder richtig gut abgerundet. Kann sein, dass das jetzt bei mir Zufall ist, aber das hat ganz gut mit dem Staubsauger funktioniert. Als nächstes schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Lötkolben zum Beispiel wird jetzt benötigt. Eine Schere sollte man haben. Eine Klebepistole, um den LED-Streifen zu befestigen. Und da habe ich eben gerade, ja,
die 12 Uhr markiert, wo das Loch von der 12 Uhr ist. So, dann machen wir weiter mit dem LED-Streifen. Da ist wichtig, muss man unbedingt darauf achten, und zwar erstmal, dass die erste LED auf der ersten Minute ist und die zweite LED auf der zweiten Minute, dritte auf der dritten und so weiter. Auf was man auch achten muss, ganz wichtig, und zwar, es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Und zwar, wie man hier sieht, sieht man einen Pfeil, beziehungsweise zwei so kleine Pfeile sind das, die in eine Richtung zeigen. Und die Pfeilrichtung, die muss immer sein von den LEDs her, also der Pfeil muss in die Richtung zeigen von Minute 1 zu Minute 2 und dann von 2 nach 3, 4, 5 und so weiter. Weil man kann auch aus Versehen den LED-Streifen falsch rum, ja, installieren und dann würde alles halt umgedreht funktionieren. Also immer darauf achten, da sind Pfeile drauf auf dem LED-Streifen, dass die immer in Uhrzeigersinn rumgeht. Dann habe ich erstmal ich habe ein 5-Meter-Band genommen. Hier muss ich abzählen, dass ich halt auf 60 LEDs komme. Und danach machen wir weiter mit dem kleinen ESP01 LED-Modul auspacken. Und das ist das kleine Modul. Da muss jetzt noch ein kleines Kabel dran. Das wird einfach nur reingesteckt. Das ist das. Das passt doch nur in einer Richtung. Genau. Und an dem Modul sind drei Adern dran. Einmal der rote, das ist der Plus. Dann haben wir den schwarzen, das ist der Minus. Und der grün-gelbe, das ist die Steuerleitung, der an der Mitte vom LED, ja, verbunden werden muss. Man sollte diesen Adapterkabel sich auch besorgen, weil das ist einfacher. Den kann man ganz leicht dann an den LED-Streifen anschließen. Und auch vom Löten her, man muss jetzt auch nicht unbedingt löten. Man kann auch Lüsterklemmen nehmen. Aber ich löte halt. Oder ich habe das halt gelötet. Wie gesagt, der weiße, das ist der rote, das ist der Plus. Der muss verbunden werden mit dem LED-Streifen. Der weiße ist der Minus in dem Fall. Und der grüne, das ist die Steuerleitung. Und von der LED her, das erkennt man auch, weil auf dem LED-Streifen ist das auch richtig beschriftet, wo Plus ist, wo Minus ist und wo die Steuerleitung ist. Die Steuerleitung, die ist immer in der Mitte von diesen LEDs her. Und der Plus, also der rote, wird dort angeschlossen, wo 5 Volt draufsteht oder auch Plus draufsteht. Und der schwarze, der wird angeschlossen, wo GND draufsteht oder auch eventuell Minus. Ich habe einen kleinen Schrumpfschlauch genommen, den ich über die Steuerleitung gezogen habe, weil wie gesagt, ich verlöte es ja. Und dieses kleine Adapterkabel, das wird jetzt verbunden mit den drei Adern von dem LED-Modul, wo man den ESP01 draufsteckt. Und wie gesagt, das wird verbunden vom LED-Modul. Da ist der Rot, ist der Plus. Das heißt, Rot wird in meinem Fall mit dem Adapter mit Rot verbunden. Also das Plus und Plus zusammen ist. Dann der gelbe wird mit dem grünen verbunden. Das ist die Steuerleitung. Und schwarz wird mit weiß verbunden. Wie gesagt, in meinem Fall, weil das beides Minus ist. Und jetzt nimmt man einfach nur noch den Stromadapter und den schließt man
an Plus und an Minus dran. An diesem Stromadapter, den ich da habe, da ist auch markiert, was was ist. Aber es ist immer so, dass der mittlere, also wenn man in die Buchse reinguckt, dass die Mitte immer Plus ist und der äußere Kranz außenrum, das ist der Minus. Und damit wird er einfach verbunden. Und hier sieht man noch, wie ich die Steuerleitung verbinde mit dem Modul. Also bedeutet, der grüne wird an den gelben angeschlossen. Und hier mache ich noch ein bisschen Schrumpfschlauch drüber, ja, damit halt nichts passieren kann, irgendwie ein Kurzschluss oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, und das war's eigentlich mit Lötarbeiten. Und jetzt geht's weiter mit dem LED-Streifen. Hier braucht man halt eine Klebepistole. Ihr solltet für alles komplett mindestens zwei Klebesticks haben. Also in dieser normalen Größe. Also das ist keine Klebepistole. Es gibt ja diese ganz Mini-Dinger und dann diese normalen. Leider weiß ich jetzt den Durchmesser von den Klebesticks nicht. Aber man benötigt so ungefähr eineinhalb Stück davon, von den Klebesticks. Wie gesagt, ihr fangt an, dass die erste LED auf eine Minute ist. Ne? Bei mir, das sieht ein bisschen anders aus, weil ich hatte ja vorher gesagt, dass ich die 12 markiert habe. Wie gesagt, da hatte ich noch was probiert. Aber ja, man muss machen, dass die erste LED auf der ersten Minute ist, die zweite LED auf der zweiten Minute und so weiter. Und wie gesagt, achtet unbedingt darauf, wie die Pfeilrichtung ist. Also so wie ich es jetzt gerade mache, so läuft auch die Pfeilrichtung von den auf dem LED-Streifen lang. Ne? Also der Pfeil zeigt dann von der ersten LED zu der zweiten LED, also bedeutet von der ersten Minute zur zweiten Minute und so weiter. Und immer darauf achten, dass jede LED direkt über oder über dem Loch ist. Wenn es nicht richtig hinhaut, dass es nicht direkt über dem Loch ist, versucht es halt so mit ein bisschen Biegen es so zu machen, dass es irgendwie stimmt. Also es funktioniert schon. Ich habe nämlich auch gemerkt, es gibt verschiedene LED-Streifen, wo die Abstände doch ein klein wenig anders ist, obwohl es ja heißt, dass auf 1 Meter 60 LEDs drauf sind. Aber irgendwie, also bei dem weißen zum Beispiel, was ich da habe, war es ein kleines bisschen anders als wie ja, bei einem anderen LED-Streifen. Aber es funktioniert trotzdem. Halt immer darauf achten, dass jede einzelne LED über ein Loch ist. Und wenn ihr das so anpinnt, achtet auch drauf, oder man sollte es nicht machen, dass diese Kleckse nicht zu groß werden, sondern so, dass es so einigermaßen gut hält. Als nächstes nehmen wir dieses Dichtungsband. Wie ich ja schon vorher gesagt hatte, das hier ist weiß, aber in der Videobeschreibung ist das Dunkle drin. Wie gesagt, ihr könnt auch das Weiße nehmen, aber dadurch werden alle LEDs, ja, alles wird ein bisschen heller, weil das alles so durchschimmert. Ich persönlich nehme oder werde weiter dieses Dunkle benutzen. Wie gesagt, ich mache beide in der Videobeschreibung rein. Ihr macht so kleine Schnipsel. Bereitet ihr vor? Wie gesagt, ihr braucht davon insgesamt 60 kleine Schnipsel. Ich habe immer Glück gehabt, dass für die ganze Prozedur wirklich immer eine Rolle von 4 Meter gereicht hat. Ihr sollt vielleicht zur Sicherheit, naja, ihr braucht nicht unbedingt zwei nehmen, ihr könnt auch, wenn ein kleines Stück fehlt, zum Schluss ein bisschen Papier nehmen oder sowas. Das würde auch funktionieren. Und diese kleinen Schnipseln, die klebt ihr immer zwischen zwei Löchern. Ne? Und zwar einmal so ringsrum, so dass so kleine Fächer dadurch entstehen. Und wenn diese ganzen Fächer, wenn das dann alles fertig ist, dann wird einmal außenrum nochmal mit diesem Dichtungsband einmal rumgeklebt,
Dann hat man wirklich so lauter kleine Trichter, 60 kleine Trichter. Das bedeutet, dass die einzelnen LEDs jeweils in einem so einen Trichter ja, drin sind. Und dann macht man noch von dem Rest von dem Dichtungsband, klebt man einmal oben, einmal rüber wie ein Deckel, so dass alles geschlossen ist, dass das Licht nicht entweichen kann. Und nachdem die ganzen Fummelarbeiten gemacht worden sind, habe ich nochmal mit der Klebepistole, bin ich nochmal komplett außen rum gegangen, habe ganz dünn nochmal so Klebe, ja, Streifen aufgetragen, also von der Klebepistole her, dass alles richtig schön stabil ist und dass es auch hält. Und das dürfte eigentlich auch genügen. Ja, und dann sind wir auch eigentlich mit der Uhr fertig mit den Bastelarbeiten. Kleine Basteleien kommen zwar noch, und zwar wie man den ESP01 flasht, aber das wird im nächsten Video gezeigt, auch wie man alles in I/O Broker installiert, so dass die Uhr funktioniert und dass man damit richtig arbeiten kann. Und hier zeige ich nochmal die beiden Unterschiede zwischen einem weißen verklebten Band und einem dunklen Band. Und bei dem weißen, ja, da sieht man hier, dass das doch ganz schön durchschimmert. Und mit dem dunklen Band sieht man, dass man wirklich die einzelnen LEDs auch einzeln sieht. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, bei Fragen, bei der Installation hier, ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns demnächst oder hören uns. Und tschüss.